Moin Moin und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Planet Crafter auf unserem Planeten Humble. Schön, dass ihr da seid. Plan für heute, wir lassen die Drohnen weiter fleißig arbeiten. Ich finde es nämlich mega geil, dass das hier einfach läuft. Vorhin, da ich jetzt drüber gestolpert bin, dass ich nicht weiß, ob ich diese Drohnen quasi recyceln kann oder nicht, lassen wir sie mal lieber so laufen, wie sie gerade sind und dann, ja, gucken wir mal, ob hier alles vollläuft oder nicht. Wir machen heute einen Ausflug zu einem Wrack. Das ist die Kurzfassung. Und wenn dann, wenn wir wieder zurück sind, gucken wir, wie sich das hier entwickelt hat. Oh. Bohnen sind alle? Oh, schade. Auch da nehme ich einen Kürbis mit zum Essen notfalls. Ja, das ist auch gut. Oh. Wasser ist ja kein großes Problem. Ich nehme mal trotzdem eine Flasche mit. Wir nehmen heute das Wrack da oben, wo die Osmium-Quarz-Dinger rausgeguckt haben. Naja, ich zeige es euch gleich mal. Da machen wir uns gleich auf den Weg mit dem Auto hin. Da hinten irgendwo da oben. Da wollte ich jetzt hin. Wir haben ja mittlerweile alles da. Auto ist aufgeräumt. Jo, perfekt. Wir schalten hier nach und nach so viele coole Sachen noch frei. Mega. Wir könnten auch jetzt noch ein paar coole Sachen machen, aber ich habe Bock wieder auf einen kleinen Ausflug. Wir haben jetzt zwei Folgen mindestens zu Hause verbracht. Zwar mit coolen Sachen, aber ich habe ein bisschen Fernweg gerade. Lass uns mal was looten gehen. Wir gehen mal eine Raketentriebwerke aus. Komm ich hier hoch? Komm ich hier hoch? Gutes Auto. Oh, schlechtes Auto. Schlechtes Auto. Oh, da. Gutes Auto. So. Es war vielleicht noch nicht so schlau, hier hochzufahren. Aber nett, es geht. Ich wollte nämlich da hoch. So. Und da können wir nämlich ganz entspannt mit dem Auto hinfahren. Nur aus Prinzip, habe ich den da hinten gelootet? Muss da mal kurz hin. Nö. Proteosamen. 350%. Okay. Secret Höhle? Zufällig? Nö, scheint nicht so. Oh, mein unbegrenzter Sauerstoff ist unter Wasser nicht da. Überraschung. Aber cooles Detail. Oh, da oben ist auch noch alles voll mit Kisten. Oh. Stimmt, die sind wir schon mal dran vorbeigelaufen, als ich die Essextraktoren verteilt hatte. Ja, dann muss ich da wohl mal leider verbluten. Oh. Oh. Produktionsgedöns. Ah ja, wir sind gleich schon wieder voll. Hast du Nachricht, die mich interessiert? Terraforming, Sprengvorrichtung. Ja. Das, kennen wir ja schon. Schön, ich habe die Fläche hier oben so geil gefunden. Hier könnte man auch so wunderbar Erzextraktoren verteilen oder auch wohnen. Das ist einfach eine schöne, freie, ebene Fläche hier oben. Das ist schon geil. Einmal kurz in die Berge. Aus Prinzip. Hübsch. Auf zum Auto.
Sag ich mal gucken, ob wir auch bald mal neue Auto-Upgrades freigeschaltet kriegen oder sowas vielleicht schon haben und ich es mal wieder verdrängt habe. Ein noch größerer Kofferraum wäre cool. Ich weiß auch, ein größerer Rucksack wäre cool, aber das dauert wohl noch ein bisschen. Der ist noch ein paar GTI entfernt. Es gibt ihn. Wir kriegen ihn auch. Dauert aber noch. Hopp, einmal hier. Hol zu dem Wrack da hinten. Alles mit Osmium voll hier. Das habe ich nicht mehr nötig, ja. Mega gut. Oh, wir haben Wasser am Wrack. Perfekt. Jetzt mir die Wasserflasche auch sparen können. Egal. Nein, packen wir hier Essen und Trinken hier rein. Und willkommen im Wrack. So, du kriegst ein schickes Foto. Du bist nämlich mein Ziel für heute. So, müsstest du da ja reinkommen können. Wir sind ja, wir waren ja schon mal drin. Ich glaube, das ist mal wieder am Abbauen Stufe 2 gescheitert gewesen damals. Kann mich allerdings auch täuschen, weil ich damals schon komplett leer gelootet und es bringt einfach nichts, dass ich hier bin. Nö, kann man nicht sagen, hier ist schon mal eine Kiste. Ja. Ah, ja, ja. Ich fass es nicht voll. Ich nehme aber auch ehrlich gesagt ein bisschen zu viel mit. Jetzt solche die ganzen Ärzte. Die tun nicht Not. Gar nicht mehr. Aber ich finde es trotzdem cool. Da war ich fertig. Jetzt waren wir hier. Einmal rechts rum. Zoomsam. Yay. Heizung zerlegen. Muss nicht sein. Wir müssen Sentinel Corp mit unserer autonomen Terraforming-Technologie überholen, sagten sie immer. Sagten sie immer wieder, aber die Roboter sind einfach noch nicht so weit. Sie zwangen mich, meine kleinen Babys so weit wegzuschicken, aber sie werden es nicht schaffen, selbst wenn ich sie so gut wie möglich erschaffe, um einen Planeten zu terraformieren zu können. Wir brauchten nur etwas mehr Zeit. Besteht die Möglichkeit, dass einer von ihnen mich vermisst? Die Roboter. Ich hatte sowieso bei der einen Nachricht schon den Verdacht, dass die Roboter vielleicht ein Bewusstsein und Schmerzempfinden entwickelt haben. Upel sagt was. Nice. Fertig. Die Heizung werde ich jetzt nicht anfangen zu zerlegen. Ob ich da so eine Kernfusionszelle reinmachen kann? Würde mich ja mal interessieren. Oh, ja. Ich meine, der Gedanke ist jetzt nicht ganz weit hergeholt.
Alter. Hier Schränke drin. Ja! Oh! Das ist doch nicht mehr normal mit mir. Ich habe ganz vergessen, dass... Erstmal habe ich vergessen, dass ein Schrank drin ist. Und dann ist er nicht mal ausgeräumt. Upsi. Also, Erze packe ich da mal rein. Oh Mann. Verlegierung behalte ich. Ist unglaublich. Unglaublich. Oh. Du hast wieder ein bisschen was reinkriegen können. Bitteschön. Nächster Lauf. Trink mal was. Fertig. Geht's hier in der Mitte weiter? Den Part hatte ich gerade, dann nur hier. Jo. Danke, danke. Ja. Jetzt ist hier noch ein Hauch. Also ein einziges Item ist hier noch drin. Und ich möchte nichts auf den Boden schmeißen müssen. Also. Raus. Wieder rein. Ich müsste mir mal zu Hause gucken, ob ich die... Ich würde die gerne mal versuchen, so eine Kernfusionszelle einzubauen. Lass uns mal kurz nach Hause düsen. Und danach wieder herkommen. Hole ich mir gleich das Auto wieder. Es ist gerade Stopp und Huster. Ich räume kurz auf und hole euch gleich wieder rein. So, bin hier gleich fertig mit Ausräumen. Tatsächlich, ich gebe mir gerade die Mühe, das alles zu machen. Speziell hole ich euch gerade nochmal mit rein, bevor ich die Sachen fertig habe, weil mir ist total die kleine Kleinigkeit eingefallen, die ich komplett ausgeblendet habe. Ich könnte mir mit diesen Drohnen so richtige Reinrotzschränke machen. Die stelle ich dann irgendwo außen vor und spare mir selber die Zeit zum Wegsortieren, weil die Drohnen das dann einfach für mich machen. Muss ich mir einfach ein paar Reinrotzschränke machen, die kriegen dann eine deutlich höhere Priorität. Und dann haben wir das. Oh, Mikrochips sind doll voll. Oh, das ist ja richtig gut. Ich habe jetzt hier auch schon, wieder einen neuen Reinrotzschrank übrigens auch hingestellt. Genau, wegen solchen Sachen. So, aber die Sicherung nehme ich mal raus. Die Platine sortiere ich weg. Dich sortiere ich weg. Dich, dich und dich auch. Die Bohne esse ich. Das Wasser trinke ich. So. Ich habe jetzt ja auch schon angefangen, Mutagen und so hier mit reinzupacken. Weil rechts ist voll. Die kleinen Kisten taugen dahin. Geht einfach nichts. Aber damit kann ich leben. So. Dann Leiterplatten. Oh, voll. Da muss ich wohl leider ein paar Drohnen bauen. Naja, gucken wir mal. Ich wollte mir eine Kernfusionszelle-Dings da bauen. Also Brennstoffzelle. Ich glaube, ich werde die sowieso brauchen. Ich versuche mal, vielleicht kann ich mir auch zwei leisten. 6 Pulsarquarz. Ich muss mal kurz gucken. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich könnte mir... Ich weiß nicht, wofür ich sie noch brauche, aber wenn ich die schon mal da habe, wäre nicht schlecht. 2 Osmium und ein Obsidian. Uiuiui. 1, 2, 1, 2.
Eins, zwei. Ich baue mir erstmal eine. Ich habe ein bisschen Angst davor, oder? Habe ich mir eine? Zwei. Ich könnte nämlich auch noch einen Kernfusionsreaktor bauen. Sie hat das Symbol dran. Ich habe das Gefühl, dass wir damit die nächste Energieversorgungsstufe freigeschaltet hätten. Oder? Die Chance ist groß. Ich glaube, wir haben ja schon mal irgendwo einen Fusionsreaktor gefunden. Ich meine, unten in der Vulkanhöhle oder sogar schon zweimal. Ich glaube, die würde ich relativ schnell wiederfinden, wenn das jetzt klappt. Okay, das macht mich gerade schon ein bisschen glücklich. Das heißt, wir fahren jetzt diese Strecke hier irgendwie nochmal. Haben wir ja heute erst einmal gemacht. Aber immer so, es ist für einen guten Zweck. Es war jetzt doch überzeugend, dass das Symbol, was in dem Kernfusionsreaktor drin ist, auch auf den Zellen mit drauf war. Das hat jetzt gerade sehr geholfen. Okay. Klappt. Abfahrt. Gutes Auto. Notfalls fahren wir einfach nochmal alle Wracks an. Kein Problem. So. Einmal falsch abgebogen, war klar. Der war hier links, ne? Ja, okay. Was passiert da? Oh, ich krieg sie auch gar nicht mehr raus. Doch, so krieg ich sie noch raus. Das was bringt? Wir müssen nach Hause. Ich nehme mal ein paar Sachen mit hier. Ach, Kobalt. Na, egal. Komm mal her. Ist jetzt eh doppelt und dreifach laufen. Das müsste mir ja am Stromdisplay angezeigt werden. Wow. Ist er wieder durch die Map gefallen. Naja. Sogar extra eine Brücke rüber. Okay. Ist denn hier was? Nö, ne? Sehr so einfach, als geht. Ah, die Bäume stören mich optisch. Egal. Strom? Zeigt mir was an, was mich glücklich macht. Nix. Ah. Frustrierend. Stellen rein, Rotzschrank. Ich kann mir später Gedanken zu machen. Okay. Möchte jetzt die
zweite reinmache, passiert dann was? Oder habe ich dann quasi 6 Magnetquarz verheizt? Guck mal, sie den Baum hochkommen, können wir gleich die Rakete da oben anschauen. Ja, doch, nee. Doch. Doch, geht. Ist ja hier mit den Brücken hier schon total cool. Yep. Nice. Direkt noch mal ein bisschen Raketentriebwerke abgegriffen. Ja, hier oben die Höhle. Ist da noch mal eine extra Höhle? Wir gehen gleich dahin. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Das Ding sieht ja schon mal irgendwie wichtig aus. Nö. Oder doch? Lass mal hier rein. Falle ich hier durch den Boden oder so? Nö. Kreatives Denken, sag ich dazu nur. Das, vielleicht, also in meinen Wunschvorstellungen gibt dieser fette Reaktor, den ich da gerade versorge, eine mega fette Stromversorgung für uns. Und um vielleicht, damit er teurer ist als die andere, dass man mehr Quarz braucht, muss man vielleicht beide Zellen reinmachen, weil es dann ja 6 Quarz kostet. Los, lass mal gucken. Okay. Ne? Okay. Oh! Bei Fahrersitz. Oh, cool. Wusste ich noch gar nicht. Haha. Gehen wir hier. Ein paar Trümmerchen. Ja, alles da. Gut. Insgesamt bin ich noch etwas irritiert, aber das muss ja grundsätzlich noch nicht schlimm sein. Die ich abbauen kann hier. Die Heizung da drunter schon nicht. Gut, haben wir. Dann fahren wir jetzt halt nochmal nach Hause und werfen nochmal einen Blick, ob jetzt an der Stromversorgung sich was geändert hat. Ja, okay. Tschüss, Auto. Ich hol dich später. Ah, hatte ich halt wieder so an Status Factory. Das wäre natürlich viel geil, wenn ich hier so richtig fett Autobahn noch durch den Planeten ziehen würde. Das kann man hier streng genommen mit den Fundamenten auch machen, aber ich glaube, das wird doof aussehen und den Planeten verschandeln, aber grundsätzlich möglich. Schluck, schluck. Dann. Ha. Dadurch da drin vielleicht Türen aufgegangen? Sowas? Hmm.
gucken uns das Feuer einfach nochmal an. Ich mach's aber vorher mal wieder eine Nummer kürzer. So, mir ist gerade bei der Aufnahme ein kleines Fauxpas passiert. Ich hatte mir die Sachen jetzt gerade angeguckt, hatte mich gerade tierisch gefreut, um dann festzustellen, dass OBS die Aufnahme nicht fortgesetzt hat. Ganz geil. Alter. Aber ich bin immer noch euphorisch genug, um euch mit Freude mitzuteilen, dass es doch was bringt, wenn dieser Fusionsreaktor mit diesen Fusionsbatterien versorgt wurde. Und zwar haben wir hier hinten eine Tür geöffnet gekriegt dadurch. Das ist jetzt nicht so geil, als wenn ich jetzt eine mega Energieversorgung hergestellt hätte. Aber. Hier ist alles voll mit Loot. Und am Ende ist sogar so eine richtige Endlootkiste. Muss ich gleich nochmal mit euch zusammen genauer reingucken. Aber da war halt auch schon was richtig Geiles drin. Und zwar... Oh, Superlegierungsstab. Geil. Also ich weiß nicht, ob es das jetzt wert war mit den... Magnetquarz. Die 6 Stück, die da jetzt reingebuttert sind, aber egal. Der Endlootschrank ist das hier. Ein großer Safe. Hier ist alles voll mit Geld und das ist das Geile. Energiemultiplikatorsicherung. Sind jetzt nicht so mega geil, geben nur 150%, wäre auch sonst ein bisschen heftig. Ah, 2 Stück, 150%. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die Generatoren 150% mehr arbeiten oder 50%, wenn es ein Multiplikator ist, müsste man mal gucken. Aber wenn man das dann mit einem Maschinenoptimierer kombiniert, kann es sein, dass der Verlust von dem Energiequarz ja tatsächlich sogar ausgeglichen ist. Dann ist ja alles voll mit Geld. 100, 1000, 500, 100, 100, 500, 1000. Oh mein Gott! Ich bin begeistert. Wir müssten das halt mit der Energieoptimierung einmal wirklich anschauen. Ich habe da jetzt 6 Quarz drin. Mit diesen 6 Quarz hätte ich mir theoretisch mal einen Fusionsgenerator wieder mit bauen können. Ich bin jetzt gerade so ein Stück näher an meinem größeren Schrank dran, ne? Das müssen wir beim nächsten Mal machen. Die Folge wird ja sonst wieder ein bisschen zu lang, oder? Ja, ich will das jetzt wissen. Weil es ist die letzte Folge, die ich jetzt gerade aufnehmen kann. Da muss ich mich jetzt wirklich um mein Privatleben, Familie und so einen Kram kümmern. Ekelhaft, ich weiß. Komm her. Oh Mann. Mega gut, mega gut, mega gut. So, dann nehmen wir die ganzen Sachen natürlich einmal mit. Muss einmal durchrechnen. Die Sachen lasse ich hier. Oh, was bist du denn? Wollnuspflanze, okay. Energiemultiplikatoren, die muss ich mitnehmen. Standarderze lasse ich jetzt auch mal wieder hier. Kann ich mir ein andermal holen? Na. Oh, gut, damit gehen wir nach Hause.
Auto ist ja auch noch voll. Das haben wir jetzt alles aus diesem einen Wrack da rausbekommen. Das ist schon mega. Ist halt nur die Frage, wo kriegt man noch mehr Magnetquarz her? Das wäre eine gute Frage. So. Jetzt, wir müssten vielleicht nochmal gezielt auf eine Suche gehen nach Höhlen oder so. Ah, ich wüsste jetzt nicht, wie ich gezielt auf Höhlensuche gehen soll, weil wir waren ja schon überall. Das wird dann ja irgendwie eine sein, die wieder random irgendwo aufgeploppt ist. Lass uns gleich mal schauen, ob schon Osmiumstab produziert wurde. Da kickt gerade die Neugier. Oh, einen hat er schon. Oh. Sehr gut, läuft. Hier? Ja. Cool. Wir laufen einfach überall voll. Kann man machen? Ist halt nur nicht so geil. Produktionsmultiplikator. Warte, ich bringe ihn nochmal unter. Die kann ich ja hier oben und an unsere Hauptstation einmal unterbringen. Ich muss das mit der Energieversorgung wissen und ich muss was trinken. Oder ich schiebe das aufs nächste Mal und freue mich den Ast ab. Oh. Das ist vielleicht auch gar nicht so dumm. Wir sind jetzt bei 0,50 Sekunden oder so, ne? Boah, da kommt alles voll, wunderbar. 50 Sekunden? Achso, zack, zack. 43, ja. Ist jetzt besser geworden. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei den Dingern da jetzt wirklich so not tut. Ah, da gibt's Schlimmeres. Wir ziehen hier gerade einfach alles ran, was wir für Superlegionen brauchen, ne? Die ist bestimmt noch vollgelaufen. Natürlich ist sie vollgelaufen. Hier. Nachfrage. Superlegierung. Das wirst du jetzt auch voll gemacht. Ah. S-Legierung 2. Hab irgendeine Taste gedrückt. Und angefangen zu jubeln. Okay. Oh, ich brauche die Energiemultiplikatoren. Das heißt, ich brauche einen Energieoptimierer. Also einen Maschinenoptimierer. Das waren 3 Obsidian auf jeden Fall. Das heißt, ich brauche definitiv mehr Platz, glaube ich. Wo ist er denn? Da. Okay, nur noch mal einen Schwarzpulver. 3 Obsidian. 2, 3. Da kann ich auch mal einen neuen Obsidianschrank machen. Nice. So. Dann schauen wir mal. Wir sind hier bei 1,4 Megawatt, die das Ding raushaut. Das heißt um 50% erhöht. Wow. Der Magnetquarzverlust ist nicht so schlimm. Also ich habe jetzt 300% Effizienz. Das heißt, ich habe durch das Looten an einen Generator quasi so gut gemacht wie 2, statt dieses Magnetquarz zu verwenden, um einen zu machen. Und da ich hier schon einen habe, habe ich ja 4 mehr.
Und theoretisch, wenn ich den da hinten jetzt auch mit umziehe, was ich auch sofort tun werde, müssten wir ja Energie haben bis immer. Und das heißt mehr Erzreaktoren, Extraktoren. 300%. Alter. Das müssten ja jetzt insgesamt 6 mehr sein, oder habe ich das jetzt falsch? 6 Generatoren mehr. Ich müsste so viel Strom haben, das geht gar nicht. Gute Investition. Wirklich, wirklich gute Investition. Ich habe fast 10 Megawatt aktuell. Ist das geil. Also irgendwann kann ich sogar Magnetquarz herstellen. Ich frage mich da gerade nur wo raus, aber... Wie weit weg bin ich davon noch? Da ist es, da ist es, da ist es. Oh. So. 175 GT. Ja, in 100 GT, also mehr als dem doppelten Fortschritt, als was wir gerade haben. Können wir den sogar herstellen, also Pulsarquarz. Das heißt, ich kann aber auch mit den Teleportern jetzt Spaß haben. Kann ich nicht, die kosten auch Pulsarquarz. Also was Pulsarquarz angeht, müsste man halt mal gucken. Das ist ein etwas größerer Aufriss. Mediumstäbe, ich hier mal Superlegierungsstäbe nochmal rein. Mega gut. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.